Aus dieser griechischen Trinkschale wurde in der Antike Wein vermischt mit Wasser getrunken. Die Schale wurde etwa 550 v. Chr. Hergestellt und in Korinth gefunden. Die Inschrift auf dem Rand kann mit »Grüß dich und trink gut« übersetzt werden. Eine solche Trinkschale bezeichnet man auch als Kylix, aus der man zu mehreren Personen trank. Das heißt, solche Schalen wurden bei Gastmählern unter den Gästen weitergegeben. Diese Kylix ist besonders reich mit Malereien im sogenannten schwarzfigurigen Stil dekoriert. Solche qualitätvollen Gefäße waren etwas Besonderes. Im Alltag und in ärmeren Haushalten verwendete man schlichteres und weniger kostbares Geschirr. Aber was genau ist auf dem Bild am Boden der Schale zu sehen, wenn der Wein ausgetrunken ist? Zu erkennen ist ein Mann mit einem Wildschwein auf dem Rücken. Die Knie des Mannes sind im sogenannten Knielauf angewinkelt. Das soll zeigen, dass er sehr schnell rennt. Die Szene wird noch dynamischer, wenn man das Objekt dreht. So weiß man am Ende nicht mehr, wer hier eigentlich wen geschultert hat. Mythologiebegeisterte werden hier den Kampf zwischen Herakles und dem erymantischen Eber erkannt haben, die vierte Aufgabe des Herakles. Der Held ist leicht zu erkennen, an seinem athletischen Körper, seiner Keule und an dem Löwenfell. Herakles, im lateinischen Herkules, war das Ergebnis einer der vielen Affären des obersten Gottes Zeus. Um die Königin Alkmene zu verführen, nahm Zeus die Gestalt ihres Mannes Amphitryon an und verbrachte die Nacht mit ihr. In dieser Nacht wurde Herakles gezeugt. Nach seiner Geburt versuchte Zeus' Ehefrau Hera, aus Eifersucht und Wut mehrmals das Kind zu töten. Der kleine Herakles überlebte jedoch immer, da ihm das Blut seines göttlichen Vaters außergewöhnliche Stärke verlieh. Als Erwachsener heiratete er Megara und bekam mit ihr mehrere Kinder. Hera gelang es jedoch, Herakles in den Wahnsinn zu treiben und ihn dazu zu bringen, seine gesamte Familie zu töten. Aus Verzweiflung befragte er das Orakel von Delphi und bat um Vergebung. Das Orakel antwortete, dass Herakles dem König Eurystheus von Argos dienen und für ihn 12 Aufgaben erfüllen solle, um Buße zu tun. So musste er zum Beispiel den gefährlichen Höllenhund Kerberos besiegen und die Hydra von Lerna töten, deren Köpfe immer wieder nachwuchsen, sobald sie abgeschlagen wurden. Auf unserer Kylix ist Herakles mit dem erymantischen Eber zu sehen. Dieser war von der Göttin Artemis gesandt worden und terrorisierte die Bewohner der Gegend. Herakles verfolgte das Tier einen ganzen Winter lang, konnte ihm schließlich eine Falle stellen und es lebend zu Eurystheus bringen. Herakles hat das Image eines körperlich starken und willensstarken Helden, der aber auch weise und erfinderisch ist. Für die alten Griechen stellte er eine perfekte Verbindung von Stärke und Tugend dar, was die Darstellung seiner 12 Taten zu einem wiederkehrenden und sehr geschätzten Thema machte. Der Kampf mit dem nemäischen Löwen ist auf einer anderen Randschale in der Heidelberger Antikensammlung dargestellt. Sie wird auf das Jahr 540 v. Chr. Datiert, also nur 10 Jahre nach unserer ersten Trinkschale. Ebenfalls im schwarzfigurigen Stil sieht man auf beiden Seiten der Schale die Darstellung des Kampfes zwischen Herakles und dem Löwen. Das Tier hatte eine unverletzbare Haut, an der alle Waffen zerbrachen, und furchterregende Klauen. Herakles gelang es jedoch, das Tier mit bloßen Händen zu erwürgen, und fortan trug er die Haut des besiegten Tieres umgehängt. Diese Episode taucht als Bildmotiv seit dem Anfang der archaischen Epoche, also ab dem 7. Jahrhundert vor Christus, auf. Wie üblich sehen wir hier den Moment der Konfrontation mit dem Arm des Herakles um die Kehle des Tieres. Dass Herakles dabei in der Hocke und mit einem Schwert dargestellt wird, ist jedoch ungewöhnlich. Die 12 Taten wurden nicht nur gerne auf Tongefäßen dargestellt, sondern auch in Form von Statuetten. Hier sehen wir den Gipsabguss einer Bronzestatuette, die die dritte Tat des Herakles zeigt. Er musste für diese Aufgabe die sehr schnelle Hirschkuh von Kyrenäa fangen. Auf den meisten bekannten Darstellungen, wie hier, greift er nach dem Geweih der Hirschkuh, als wolle er es zerbrechen. Er drückt das Tier dabei mit dem Knie nieder.
Hier wird deutlich, was die Beliebtheit und vor allem die Dauerhaftigkeit solcher Bilder ausmachte. Herakles wird gezeigt, wie er verschiedene Kreaturen übertrifft. Egal, ob es sich um eine Jagd, einen Wettlauf oder einen Kampf handelt, Herakles göttliches Blut lässt ihn immer die Oberhand gewinnen und macht ihn zu einer Verkörperung der ultimativen Überlegenheit der Götter. Es gibt allerdings ein Bildmotiv, das den Halbgott relativiert und uns daran erinnert, dass Herakles trotz seiner Stärke auch ein halber Mensch war. Es gibt nämlich einige Darstellungen des Helden im betrunkenen Zustand. Dieser Abguss einer Bronzestatuette aus der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts vor Christus zeigt Herakles bis auf einen Hut völlig nackt. Er versucht trotz seiner Trunkenheit sein Gleichgewicht zu halten. Seine Keule liegt auf seiner linken Schulter und seinem Nacken auf und er hält seinen Penis in der rechten Hand, wahrscheinlich um zu urinieren. Hier ist Herakles nicht als Halbgott glorifiziert und athletisch dargestellt, sondern es wird deutlich, dass der Alkohol ihn geschwächt hat. Auch seine Intelligenz ist durch die Trunkenheit gehemmt, was ihm jede Form von Ruhm nimmt. Dieses Motiv erinnert daran, dass Herakles trotz seiner Göttlichkeit und seiner Überlegenheit gegenüber normalen Menschen nur zur Hälfte göttlich war und auch seine Schwächen hatte.